Ja, willkommen im Impfzentrum in Ludwigshafen. Mein Name ist Jochen Hummel von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen. Zusammen mit der Frau List als Impfkoordinatorin und dem Herrn Weiß als stellvertretender Impfkoordinator haben wir dieses Impfzentrum in den letzten Tagen aufgebaut. Die erste Station ist praktisch die Station, wo Sie dann Temperatur gemessen bekommen durch einen Security-Kollegen und dann geht es weiter zur Anmeldung. So, hier an jeder Station im Impfzentrum Ludwigshafen finden Sie Desinfektionsspender. Da werden Sie auch gebeten, jedes Mal bitte die Hände zu desinfizieren. Angekommen sind wir hier an der Anmeldung des Impfzentrums Ludwigshafen. Hier werden Sie nach den Daten abgefragt, die Sie bekommen haben, also diese Einladung, die über das Landesportal zur Verfügung gestellt wird. Hier wird überprüft, wer Sie sind, haben Sie eine Impfberechtigung und dann geht es schon weiter zur nächsten Station, dem Wartebereich. So, im Wartebereich angekommen, werden Sie nun wenige Minuten hier auf die Gruppenaufklärung warten. Währenddessen können Sie auch immer diesen Monitor sehen. In diesem Monitor werden Aufklärungsvideos gezeigt, damit Sie vorbereitet sind für diese Gruppenaufklärung, die dann ein Arzt durchführt. Ja, hier angekommen bei der Gruppenaufklärung wird Sie ein Impfarzt, der hinter dieser Plexiglasscheibe sitzt, nochmal aufklären, wie der Impfvorgang hier im Impfzentrum Ludwigshafen stattfindet. Auch nochmal zur Unterstützung wird ein Video gezeigt. Hier angekommen bei der individuellen Beratung haben Sie die Möglichkeit, nochmal mit einem Impfarzt direkt zu sprechen, zur Abklärung vielleicht individueller gesundheitlicher Beschwerden. Hier wird dann ein Impfarzt sitzen hinter dieser Plexiglasscheibe und wird Sie dann individuell beraten können. Nun sind wir kurz vor der Impfstraße, wo Sie die Impfung dann bekommen. Hier geht es in diese Richtung. Auch hier bekommen Sie nochmal einen Aufklärungsfilm gezeigt und die Möglichkeit, wieder sich die Hände zu desinfizieren. So, nachdem Sie aufgerufen wurden zur Impfung, werden Sie hier empfangen von der medizinischen Fachkraft in eine der 12 Impfkabinen, nummeriert von Impfung 1 bis Impfung 12, wo Sie Ihre Impfung erhalten. Nun sind wir in der Impfkabine. Hier wird Sie die medizinische Fachkraft impfen und nochmal aufklären und zur nächsten Station bitten, dem Wartebereich. Jederzeit können Sie Mitarbeiter des Impfzentrums Ludwigshafen ansprechen bei Unwohlsein. Auch hier haben wir nochmal eine Erste-Hilfe-Station, wo Ihnen Rettungssanitäter praktisch helfen, sich wieder zu erholen. Nach der eigentlichen Impfung sollte man 30 Minuten nochmal eine Warte- und Ruhezeit einnehmen. Diese können Sie hier auf diesen Stühlen gerne einnehmen. Hier werden Sie auch betreut, wenn Fragen nochmal auftauchen. Es ist die vorletzte Station vor der Abmeldung. So, angekommen an unserer letzten Station im Impfzentrum Ludwigshafen. Hier die Abmeldung. Hier werden Sie nochmal nach Ihrem Wohlbefinden gefragt und abschließend nochmal die Daten kontrolliert, die Dokumente gesichtet, den Impfstempel bekommen Sie auch hier und dann können Sie schon nach Hause gehen.